Kreis? Ja. Kreis? Was ist denn mit dir wieder passiert? Warst du bei Dr. Schwengelgold, dem Beauty-Doc? Ja, und ich war in diesem Tunnel bei diesem Garagendoktor. Ja, Dr. Schwengelgolds Beauty-Garage, ne? Ey, wir sind Gefangene. Wieso hast du so ein krasses Headset und Mantel? Naja, wir sind Gefangene, die gut ausgestattet sind, weil wir müssen das Böse jagen. Mal ein bisschen. Und wie sieht das aus? Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Was willst du mit diesen alten Milchtüten, ha? Huh? Und dann guck mal hier, du bist ja nackt. Was? Ja, quasi. Es ist nicht Sommer. Hier, Laubfall. Ich darf mich wohl anziehen. Alter, was hast du für einen Modelgang auch noch? Jedes Bäckchen bounced und... bitte, nimm das aus meinem Gesicht. Ich mag Werbung. Ja, Dezember, CPM und sowas. Ich brauche die Kohle. Ja, ich nicht, ey. Die Familie, die schreit nach Essen. Ja, du siehst dich ja nicht. Außer ich bin irgendwie aus Chrom. Chrom-Mann. Der Chrom-Mann. Was ist das denn hier? Chrom. Mann o Chrom. Halb Mann, halb Chrom. Okkult, Alter. Neuer Auftrag. Die haben gesagt, hier, die zwei Lakaien von Kreis Industries, die müssen ran. Alter, was ist das denn hier? Chromans Kanne. Alter, du hast die kaputt gemacht. Ja klar, weg damit. Echt antik. Schmutz. Du machst Chroman sauer. Gruben Chroman. Gruben Chroman kann mich mal. Gruben. Hier in der U-Bahn haust doch bestimmt eine Familientaube, oder? Wahrscheinlich. Ruben Roman. Ich habe so viele Accounts manchmal im Chat, die Ruben Roman heißen, ne? Ja, der ist halt Kult, ne? Der hat's halt gepackt, der Ruben Roman. Was ist das für eine Riesenratte? Die Familienratte hier unten. Die Familienratte. Was ist das denn? Was ist das denn? Heute sind wir bei Bergbauarbeiten auf eine Höhle gestoßen. Im Inneren fand ein Team von Arbeitern viele in Stein gemeißelte architektonische Elemente. Sie scheinen sehr alt zu sein. Ich habe das noch nie zuvor gesehen. Von all dem gibt es ein gewisses Übel. Es macht mir Gänsehaut. Das heißt Kreis Industries. Bisher wurden die Arbeiten gestoppt in der Zentrale der Fund gemeldet. Ja. Da hinten ist gerade einer hergelatscht. Hast du ihn gesehen? Was ist das denn hier, Alter? Roman, seine Tentakel. Romans Tentakulis. Wow! Der hat irgendwie so ein Oktopus im Mund. Was macht der da? Ich bin weggerannt. Im Mund. Von der anderen Seite blockiert. Er ist immer noch hinter mir. Dann renn weg. Oktomund, ich muss wieder nach ganz oben. Oktomauf. Warte mal, ich hab hier so eine Frisbee, so eine antike. Ich habe ihn mit der antiken Frisbee abgeworfen. Ist er noch da unten oder was? Hier sind noch mehr Viecher da unten. Oh! Alter, der Security-Mann ist irgendwie durch. Hier sind überall Leichen. Alter, was ist hier passiert? Was hat Kreis Industries hier unten wieder getrieben? Vorsicht, Kreis Oktomund ist da hinten, Alter. Die Oktomund-Forschung. Hier ist noch ein Zettel. Alter. Ich komme nicht an ihm vorbei, er bleibt einfach stehen. Hier, die geheime Forschung von Senior Field. Seniorenfeldkommission. Mark Senior Field. Ey, die Tentakel haben sich wieder reingezogen. Was sind das für Viecher? Oh, ey, ich komme nicht an den Okay, vorbei. Warte mal, was müssen wir denn machen? Aktivieren Sie Router 055. Geben Sie das Passwort für den Computer ein. Installieren Sie die Softwarepalette. Noch einer, es gibt mehrere. Ja, es gibt mehrere, sage ich doch. Die ganze Security ist durch. Ich habe was gefunden. Eine Figur der Ausstrahlung. Alter, die Security ist voll durch. Hans Kelcho. Warte mal, lass mal lesen. Also aktivieren Sie Router, geben Sie das Passwort für den Computer ein, installieren Sie die Softwarepaletten, installieren Sie die Festplatte, ordnen Sie die Figuren an. Das ist die eine Variante und dann schwerer Streik, installieren Sie die Sicherung, Wasserfluss wiederherstellen, finden Sie den Hebel, schalten Sie das Bremsbelag des Zuges auf. Schalte das Bremsbelag des Zuges. Das Bremsbelag. Keine Ahnung, was es sein soll. Guck mal, hier sind noch Ketten und sowas. Er geht aber schon. Guck mal, hier, zack. Halt das Brett. Oh nein. Renn. Ich kann nicht. Ach, der hat mich schon gekillt. Bist du tot? Gab nicht mal eine Animation. Ich liege hier am Boden. Da hat einfach die Tentakel hinten reinge. Komm zu mir. Kann sich bewegen, oder? Ja.
kommt zu mir. Schnell. Psch, Alter. Psch, 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 psch. Das hier, die Securities sind echt wild. Alter, du bist doch echt, also benimm dich doch mal. Was denn? Ja, hier, erotischer geht's ja wohl nicht mehr. Krabbelt er hier über den Boden. Oh, ich habe mich mit Butter eingekleckert. Jetzt ist ja mein Top ganz durchsichtig. Stuck in the Gleise. Okay, Router. Wo finden wir denn Router? Ich hatte gerade ein Ding gesehen, das sah aus wie ein Router, aber... Hier ist auch wieder ein Notiz. Hier, kannst lesen. Ich habe Schlüssel gefunden. Den Höhlenschlüssel. Oh, Alter, Mitchell, ich hinterlasse Ihnen Anweisungen zum Schreiben der Entschlüsselungsschlüssel... Was? Des Entschlüsselungsschlüssels auf die Festplatte. Zuerst müssen Sie das Netzwerkkabel durchgehen und sicherstellen, dass alle Sender eingeschaltet sind. Sie werden manchmal ausgeschaltet, also überprüfen Sie unbedingt Ihren Zustand, damit der Server funktionieren kann. Nachdem sich der Server im oberen Labor der Dateiwolke verbunden hat, geben Sie der Dateiwolke, also Cloud, geben Sie den PIN-Code auf dem Terminal ein. Der Code muss irgendwo in der Nähe angebracht werden. Danach müssen Sie 3 Datenplatinen installieren. Sie sind irgendwo auf der Station. Die Position ist aber geheim. Toll. Nachdem Sie die Boards eingesetzt haben, dekodiert sich der Server selbst und gibt Ihnen eine Festplatte mit dem aufgezeichneten Schlüssel. Bringen Sie es in das untere Labor in der Nähe des Sarkophags und dann können die Wissenschaftler es verwenden, um zu entschlüsseln, wie man Figuren installiert. Zögern Sie nicht. Ja. Hast du alles verstanden, oder? Vorsicht, rechts. Alter, was sind das für... Guck mal, der hat so einen richtigen Dottersack da unten, ne? Der hat so einen geschwollenen Dotterhals. Einen geschwollenen Hans Mellmann. Achtung, Hans Mellmann. Was ist das hier? Alter. Guck mal, da kannst du irgendwas machen. Hier ein Code, 1427. 1427. Ich hab einen Höhlenschlüssel. Guck mal hier, die Kabel auf dem Boden. Die haben bestimmt irgendwas zu bedeuten. Oh, einer ist aktiv, glaube ich. Irgendwo wird gedottert. Ja, Dottermann ist unterwegs. Ich folge mal dem blauen Schlauch. Was hältst du davon? Und wenn du rein zufällig irgendwo einen Höhlenschlüssel benötigst, ich habe einen. Ich kann die Höhle auf... Oh, ich habe was. Computerplatine. Was ist das? Alter, was war das denn? Da draußen schmatzt einer. Und wir sind hier eingesperrt, Alter. Oh Gott. Da, guck mal, ein Amulett. Ich hab ein Amulett auf dem Sitz gefunden, hat wieder einer vergessen. Fundgrube klar, nicht mit mir. Ja, das ist normal, ne? Ich sage nein zu Fundgruben. Die einzige Grube, die ich finden will, ist deine. Ich hab die Grube zwischen deinen Beinen erforscht. Und habe Reinhold Messner gesehen. Er war ganz nass und verwirrt. Und hatte nur Stiefel mit Moonboots. Er hatte nur Moonboots aus der letzten Saison. Mode ist nicht hip, aber dafür noch fit. Wo kann man denn hier in die Höhle? Guck mal, hier ist auch so eine Kette. Kann man irgendwas mit der Kette machen? Die ist so extra farben, ne? Ja, deswegen. Die sehen so wichtig aus. Also ich habe hier jetzt so eine Computerplatine. Ah, hier ist was. Abwasserkanäle. Wir wollen Abwasserkanalschlüssel. Kackwasserkanal. Ui, ui. Vorsicht. Alter, er hat auch irgendwie so einen Longfinger. Er hat so einen Spearfinger. Ja, er ist so ein bisschen Spearfinger-mäßig unterwegs. Bisschen Schwengelfinger hat er. Achtung, er will dich. Ja, Mr. Du kannst in Kisten rein, da bist du sicher. Nee, da kann ich nichts reinschieben. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Was ist das denn hier? Ein Hebel? Sicherung, ich habe eine Sicherung, yo. Aber hast du auch einen Schwengelfinger? Ich habe Sicherung. Aber was machen wir mit der Sicherung? Guck mal hier. Hier ist noch so ein Ding. Hä? Was war das? Was denn? Wo denn? Es hat gerade einmal gemacht. Hier. Ja, das macht aber nur Klong, Klong. Was ist hier? Hier geht nix. Wir müssen wahrscheinlich, guck mal, jetzt geht das Kabel da lang. Müssen die wahrscheinlich der Reihe nach? Vielleicht? Das kann sein. Was ist hier schon drin? Guck mal, hier ist auch noch einer. Aber der sagt auch nein. Dann aber hier geht noch eins lang. Den Green Train? Hans Grünzug. Wo ist es denn? Diese Namen. Ah, guck mal, hier? Da! Dann geht's aber hier rum. Oh, Freddy Schwengelfinger! Er hat mich! Warte, ich verfolge noch immer das Kabel.
Ah, hier von der anderen Seite blockiert. Hä, okay, damit macht man irgendeine Tür auf. Eine supergeile, magische Muscheltür. Hm, fühlt sich irgendwie gut an. Ja, ich hab die Hände eingecremt. Ah, Achtung! Schwengel, Schwengelfinger, ich komme nicht hoch! Geh doch nicht, musst weg! Geh doch nicht! Oh nein! Oh nein, sag hier, ich hab irgendwas geöffnet! So, noch einer! Noch ich bin einer. So eine Art Maschinenraum! Ich hab einen Schlüssel! Abwasserschlüssel! Haben wir doch irgendwo! Und noch eine Sicherung! Bei dem blauen Rohr! Bei dem blauen Rohr hab ich dich verloren! Das war damals am blauen Rohr. Ich hatte damals ein blaues Rohr, doch du hast mir geholfen. In der Winterzeit hält man sich nur durch Rubbeln warm. Als ich ein blaues Rohr hatte, hast du es abgelassen. Du nahmst mir die Sahne und damit den Schmerz. Oh mein Gott. Das neue Album von Hans Zimmer, Sahneschmerz. Sahnesteif. Mach mal hier, ich hab Abwasserschlüssel, aber hier ist doch Abwasserschlüssel, oder? Abwasser, Sewer Access, Kanal. Hm. Wo geht's hier zum Abwasser? Entschuldigen Sie. Ja, wo geht's hier denn bitte zum Abwasser? Hier war doch. Wow! Wir hatten doch hier eben noch irgendwo so einen Raum. Abwasser. Ja, ich meine, das war hier mit dem blauen, aber... Okay, wir haben... Ich habe zwei Sicherungen. Immer noch Sahneschmerz. Und immer noch ein Sahneschmerz. Wir müssen irgendwo Türen finden. Warte, was mit dem denn passiert? Der hat sich die Knoche weggeschosse. Der hat sich die Knoche weggeschosse. Cloaken. Wo ist denn das Startgebiet? Ich weiß es nicht genau. Hier hatten wir einen Schlüssel jetzt gefunden dann. Ja, hier haben wir einen Schlüssel gefunden, aber hier ist sonst nichts. Ne, hier nur so ein Frisbee. Und hier ist von der anderen Seite blockiert. Und irgendwie müssen wir halt... die Tür öffnen, wo die Kabel da entlang gehen. Da ist am Ende, wenn man allen Kabel so lang geht, ist eine Tür. Ja, aber war das die Kloakenschlüssel? Guck hier. Hier, zack. Da ist eine Tür. Achtung, da kommt einer. Boah, Cloaky. Noch ein Cloaky. Wow, ein Cloaky. Der holt mir die Klötkes. Heiliges Klötke. Oh, Klötke ist gelangt, oder was? Schön am Beklöckchen kacken. Oh, hallo. Im Abwischen habe ich meine Klöten berührt. Ja, mit dem Handgelenk. Guck mal, der spuckt dahin. Die Sau. Ich finde nicht die Tür. Ich könnte schwören, wir hatten irgendwo eine Tür mit Abwasser. Ach, das war die mit dem blauen Schlauch. Wo ist der blaue Schlauch? Ja, da waren wir doch gerade, aber die war es dann irgendwie doch nicht. Nee, von der anderen Seite blockiert. Guck mal, da ist auch ein Schlüssel drin. Aber wo ist die andere Seite? Warte mal, der Schlauch. Folgen wir dem Schlauch. Josh, fix this. How? Where is lever? Hä? Kann man irgendwie Josh, nach oben? Guck mal, der Schlauch führt nach oben. Kann man da irgendwie drauf? Weiß nicht. Die Schlauchforschung, ne? Okay, wir haben Höhlenschlüssel und Abwasserschlüssel. Werden wir doch wohl mal einen Raum finden, wo man das Ding reinbrezeln kann. Und wir haben dieses Passwort immer noch. Franz Klötkes ist unterwegs. Alter! Der lässt aber nicht locker, ne? Der weiß, was er will. Hat so eine richtige Klötennase. Hier ist autorisiertes Personal. Ne, ist zu. Oh, wenn du dem so ein Frisbee ins Gesicht schmeißt, dann hört er auf. Dann macht er so eine Auszeitgeste. Timeout. Timeout, Frisbee ins Gesicht.
Oben war noch was. Wo wir gestartet sind, da waren auch noch Räume. Aber wo ist oben? Hier. Pyraminx, Alter. Der alte Pyraminx. Tyra Binks? Ist das nicht eine Pornodarstellerin? Guck mal hier, Office. Wollen wir da rein? Büroschlüssel benötigt. Aber wo ist dieser Büroschlüssel? Ja, Büroschlüssel benötigt. Ja, und hier ist auch nochmal so ein... Oh! Ich habe einen Schlüssel, Büroschlüssel. Ich hab ihn. Alter, was ist das? Da hat sich jemand verwandelt. Vorsicht! Ich bin im Büro. Geh rein. Mach die Tür zu. Alter, der hat sich gerade übelst verwandelt. Security-Zimmer. Alter, hier ein Schwengel. Der Schwengel-Award. Der Schwengel-Award. Für den verzwirbelsten Schwengel. Figurina della Vita habe ich gefunden. Figurina della Vita? Figurina della Vita. Ah, der Figurina della Vita gefunden. Alter, die Toiletten machen aber merkwürdige Geräusche. Oh, noch eine Sicherung. Irgendwo sitzt hier jemand mit einer dicken Figurina della Vita. Figurina della Vita. Ja, hier müssen wir auch noch rein. Figurina. Alter. Okay, hier ist so ein Krankenzimmer. Was haben die hier getrieben? Also, die Frisbee-Forschung, ne? Haben altertümliche Frisbees erforscht. Stell dir das mal vor, wie bei dieser Sonnenscheibe da, die man gefunden hat. Ne? Ich meine, stell dir das einfach mal. Jemand findet so in 2000 Jahren eine Frisbee-Scheibe und denkt, das wäre so voll das Vermächtnis der Menschen von früher. Was ist? Die heilige Fris. So, seht euch diese Scheibe an. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Weißt du, irgendwer hat sich so einen Dekoartikel basteln lassen und die Leute denken, das ist jetzt irgendwie so, oh, die Sonnenscheibe von bla ist total das Ding. Naja, es ist aus Plastik, also es wäre tendenziell möglich. Hallo? Ist hier jemand? Figurina della Vita? Ich hab die Figurina della Vita. Hä? Alter, was ist das denn? Nein, was ist das denn? Mein Schrank. Oh Gott, hier oh ist nichts. Oh mein Gott. Hier ist nichts. Heiß, was ist das? Ich laufe immer weiter in den Keller. Hier ist nichts. Oh ist mein der Gott, bei dir? Ich bin in irgendeine Toilette gerannt. Oh Gott, er hat mich. Alter. Komm zu mir. Ich bin in der Kanalisation. Mit Figurina. Was war das für ein Ding? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nur Schwänze gesehen. Ja, da waren an seiner Tentakel della Viti. Den Dackel della Vita? Ich kann nicht mehr rum. Was ist mit mir? Alter, wo ist das? Ey, ist ja riesig, der Laden. Deswegen renne ich immer mit einer Frisbee rum. Ja, ich wollte... Hier ist so eine Kiste. Pockchow, ja, so weit bin ich nicht gekommen. Da hat er mich schon gepockchowt. Kontrollraumschlüssel. Wir wollen mehr Schlüssel. Und viel mehr Schlüssel. Chupacked hatte mich. Hier geht's auch nochmal. Alter, aber was? Ist ja abartig. Lass mal erst, was ist das da hinten? Da ist Strom. Eine andere Seite aber wieder zu. Da müssen wir wahrscheinlich hier durch. Guck mal, hier fließt die ganze Kacke von Kreis Industries. Hier ist ein Zettel. Scheiß Industries. Eines der Experimente zur Platzierung von Figuren auf dem Kalender wurde von einem völligen Misserfolg gekrönt. Stellte sich heraus, dass der Kalendermechanismus ein kleines Erdbeben verursachen konnte, das anscheinend ein Schutzsystem gegen ungebetene Gäste war. Jetzt ist ein Teil des Bahnhofs eingestürzt, inklusive der Gefahr, dass eine der U-Bahn-Züge in der Abwassereinleitungszone einen Unfall verursacht. Ein Rohrbruch kann eine Kettenreaktion von Druckänderungen im System auslösen und eine Überschwemmung von Scheiße verursachen. Aus Sicherheitsgründen haben wir das Bedienfeld ausgeschaltet, die Sicherung entfernt und die Druckregelkombination geändert. Wiederhole es an alle Mitarbeiter. Bleiben Sie der Leitwarte fern. Die alte Leitwarte, ne? Ja. Was ist deine Mutter jetzt da wieder schon da unten? Guck mal hier, das sind doch so Becken hier für Musik. Das Kind, was die Becken spielt, so am Ende vom Lied einmal, kabumm, und dann hat es noch versaut. Die Triangel. Du warst nicht im Takt.
Boah, ja, es ist ekelhaft hier unten. Wie bei Whiplash oder so, ne? Ui! Da regnet sich dann nicht auch immer so eine Triangel auf. Ist auch so ein geiler Film eigentlich. Warte mal, oh. hier muss man irgendwas machen. Ich hab ein Brett entfernt. Oh no. Oh no, ich bin gezüngelt. Nee, ich hab's geschafft. Hans Tengel ist da. Ich hab den Dodger gemacht, den Züngeldodger. Ein Tengler. Kiste ist belegt da oben, falls du zu dir hin willst. Irgendwas müssen wir da machen. Guck mal, das ist ein Sicherungskastenrätsel. Aber ich glaube, das machen wir erst in der nächsten Folge, ne? Weil, weißt du, die Kinder, die wollen eine Kanalisations-Action, aber to the max, bis ans Limit. Hier ist noch eine geile Vase, eine Wurfvase. Ja, nehme ich mal mit. So eine Not. Komm, wir verstecken uns einfach hier. So. Leute, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.